herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir beide sind ja eigentlich nicht bekannt für News-Videos. Da gibt es andere, die das ganz gut können und die lassen wir das, glaube ich, auch machen. Und wir sind ja auch eigentlich immer der Meinung, dass wir Legos jetzt erst dann bewerten, wenn wir sie in den Händen halten. Aber nichtsdestotrotz hat uns eine Nachricht erreicht, und zwar, dass am 1. August wieder zwei überdimensionale Lego-Sets erscheinen und die möchten wir euch gerne mal kurz mit euch ansehen. Rita ist auch ganz aus dem Häuschen. Natürlich. Sie weiß gar nicht, was sie sagen soll. Wir schauen also gemeinsam mal auf die Seite von Promobricks. Vielen Dank für das Bereitstellen der Bilder und Videos an dieser Stelle und schauen uns mal an, was denn am 1. August da erscheinen wird, und zwar in Sachen Nintendo. Ja, also ja, das war ja das eigentlich, wo ich gehört habe, dass von Nintendo was rauskommt, habe ich mir gedacht, oh Gott, das muss ich kaufen. Irgendwie die natürliche Reaktion, finde ich. Ich habe mir das Video dann einmal kurz so ein bisschen angeschaut und haben dann gedacht, okay, ich bin mir doch nicht mehr ganz sicher. Ja, also viele Fans waren ja enttäuscht oder sie waren zuerst sehr begeistert, als sie gesehen haben, dass Lego und Nintendo zusammenarbeiten. Auch wir beide sind sehr große Nintendo-Fans. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe Rita rumgekriegt. Ich habe sie über den Tisch gezogen mit Nintendo, und zwar eines der ersten Male, als sie bei mir zu Gast war, habe ich ihr meine Nintendo oder besser gesagt meine Pokémon-Sammlung im Schlafzimmer gezeigt. Und ab dem Moment war dann kein Zurück mehr und ja, sie ist geblieben. Also wirklich kann ich nur empfehlen. Viele Leute waren dann aber enttäuscht, als sie die Nintendo-Sets gesehen haben, da mit dem Super Mario und diesen Kursen. Jetzt macht Lego aber Programm für Erwachsene und bringt am 1. August das Nintendo Entertainment System raus. Ein Set, wo die Konsole dabei ist, ein Controller, und ihr seht hier jetzt gerade sogar auch ein alter Fernseher, wo man so kurbeln kann und Super Mario dann durch das Level läuft. Also das sieht schon sehr cool aus. Seht euch mal den Fernseher von hinten an. Wir schauen uns dann gleich noch ein paar Bilder dazu an. Und ich habe mir gedacht, dass das sicher was für dich ist, weil du ja ein großer NES-Fan bist. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich meine, perfekt, das wäre das perfekte Geschenk für dich. Ja, also ich bin da schon, wie soll ich sagen, auf der Kante, dass ich zuschlagen werde. Es ist ein Set, wir haben es hier aufgeschrieben, welches 2646 Teile beinhalten wird. Und zu einem Listenpreis von 229 Euro, jetzt mal, hier seht ihr auch die Funktionalität mit unserem Mario, den du ja, glaube ich, vorbestellt hast. Das ich habe ihn vorbestellt. Ich weiß, ich sollte nicht und ich durfte nicht, aber ich musste. Es geht einfach. Er ist doch so süß, der Mario. Ich weiß, es ist überhaupt nicht Lego-mäßig und so, aber trotzdem. Wir schauen uns die Serie mal an und werden dann weitersehen. Auf jeden Fall, ja, das sieht schon mal sehr cool aus. Wir schauen uns jetzt noch ein paar Bilder dazu an, würde ich sagen. Also 230 Euro Liste erscheint momentan nur bei Lego direkt. Aber er wird... Ich habe doch gehört, ja eben, Anfang des nächsten Jahres dann, dass das irgendwie in den freien Markt kommt und dann hoffentlich billiger wird. Das hoffen wir sehr. Also wir sind jetzt gerade am Überlegen, ob wir nicht noch ein bisschen warten sollen. Ja, schon. Weil bei 230 Euro Listenpreis wird sich da preismäßig sicher einiges tun, wenn der mal im freien Handel verfügbar ist. Die Box an sich ist auf jeden Fall im Stil der 18-Plus-Sets gehalten. Es sieht ist auch, glaube ich, ein 18-Plus-Set. Ja. Hier die Rückseite mit dem Fernseher. Also man muss wirklich genauer hinsehen. Wenn man von der Weite schaut, dann erkennt man vielleicht gar nicht, dass das dieser NES hier aus Lego ist. Ja, hier ist nochmal das aufgebaute Set, welches wirklich ja schon ganz cool aussieht. Sehr. Auch mit der Cartridge hier und dem Controller. Nur eben das Einzige, was ich mir irgendwie... Ich meine, ich verstehe es eh auf der einen Seite. Es ist natürlich Lego, aber trotzdem... Vielleicht hätte man da irgendwie noch mehr machen können. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ich merke schon, du bist da nicht ganz begeistert. Und
Ich bin auch noch nicht zu 100% mit von der Partie. Auch, vielleicht ist es aber auch der Preis, der mich eben ja, da ein bisschen kritischer sein lässt, weil es ist halt wirklich also ein Preis, der schon wehtut. Also es ist interessant, dass du das ansprichst. Für Nintendo-Fans der ersten Stunde wird das natürlich keine Diskussion hervorrufen, aber ich verstehe auch Leute, die sagen, für 230€ kaufe ich mir anstatt eines Lego-Sets, ja, wo man nur kurbeln kann, lieber einen originalen NES oder eine andere Nintendo-Konsole mit ein paar Spielen dazu, vielleicht einem zweiten Controller und man hat da stundenlang Spaß. Das ist also, ja, soweit ich das sehe, dieser Kurs, der sehr stark an das erste Level von Super Mario Bros. Erinnert. Und ich finde das ja so süß mit den Goombas. Und auch eben mit den Fragezeichenblocks, sind das dann, glaubst du, bedruckte Fliesen? Ich hoffe zumindest, da gibt es noch nicht so viele Informationen, obwohl das Set jetzt bald erscheinen wird. Diese Viertelkreise mit den Goombas und auch den Power-Ups, so das ist auf jeden Fall total cool. Ja. Also da, ja, da führt kein Weg daran vorbei. Jetzt ist gerade, Moment mal. Es war zu süß für unseren Laptop. Es war zu süß für unseren Laptop, aber wir kommen wieder zurück. Kleiner Moment. Kleiner technischer Ausfall darf ja mal sein. Übrigens, wir trinken heute, wie die ganz großen, erfolgreichen YouTuber, übrigens Kaffee während der Videos. Wir haben leider noch keine eigenen Tassen. Ich habe Asterix und Obelix und Rita ist ein Faultier. Ja, gut. Herrlich, also wirklich. Irgendwann vielleicht haben wir auch. Wir orientieren uns da an den Größen der deutschsprachigen Lego-YouTuber. Das ist dieser Aufhänger, wo Mario dann aufgehängt ist. Und da wird er dann durch das Level, jetzt hat es wieder nicht richtig funktioniert, aber jetzt, da kann er dann durch das Level so buxiert werden. Genau. Und wen brauchst du dann dazu? Den Super Mario aus meinem schon vorbestellten Set. Ich glaube, der liefert dann die Soundkulisse dazu. Ich glaube, ja, ich habe zuerst gesagt, wir kaufen uns den Schrott nicht. Jetzt werden wir das Starter-Set mal ansehen und wir werden sicher begeistert sein. Und Rita will es auch vorstellen. Also das kommt bald, kommt ja auch am 1. August raus. Hier nochmal der Fernseher. Also wie gesagt, Mario kann dann so durch das Level hüpfen. Dieser Junge kurbelt hier am Fernseher. Also das sieht schon sehr cool aus. Hier ist auch eine Super Mario Bros. Cartridge dabei, die übrigens. Die finde ich auch sehr cool. Die wirklich zur Verblüffung aller aussieht wie eine Cartridge. Überhaupt das Design des NES ist natürlich für Lego-Steine prädestiniert. Auch der Controller, alles ist das so eckig. Ich habe mir wirklich gedacht, dass das eine richtige Cartridge ist. Sieht total cool aus. Also im Video habe ich mir wirklich gedacht. Sieht total cool aus, auch eben der Controller, also der ist wirklich, das ist wirklich der Nintendo, das kann man gar nicht anders sagen. Hier nochmal das gesamte Set und so sieht es wahrscheinlich aus, wenn man beim Aufbau ist, also der Fernseher ist innen schon relativ komplex, also das funktioniert so wie bei so einer Spieluhr wahrscheinlich, dass man hier dreht und hier fährt dann so eine Art Förderband entlang, was hier dann den Kurs darstellen soll. Also ich bin da schon gespannt und wir freuen uns. Oh, das war jetzt das letzte Foto, aber ich glaube, es gibt noch ein, zwei vom Fernseher. Oder auch nicht, Moment. Waren die nicht oben? Hier, genau. Hier ist der Fernseher, die lassen sich nicht vergrößern, warum auch immer, egal. Also cool auch der Fernseher in der Marke Low-Tech, das passt wirklich hier mit den ganzen Steuereinheiten, lauter Leiser, Helligkeit und so weiter. Kanalumschalten. Das kennen wir noch aus unserer Kindheit, oder? Meine Großeltern hatten noch so einen Fernseher, ich weiß gar nicht, ob der schon in Farbe war. Auch die Rückseite, hier mit der großen Antenne und hier die Informationen zu den technischen Details hier. Die Steckerbuchsen, das sieht schon sehr cool aus. Also da haben sie sich mit Lego wirklich einiges dabei gedacht. Nein, also die Umsetzung ist wirklich schön. Also es gefällt mir an sich schon sehr gut. Eben das Einzige, was ich eben sagen würde für den Preis, ist die Frage, ob es genug kann. Wir warten mal, ob das Set dann wirklich Anfang nächsten Jahres in den freien Handel kommt. Ja. Und dann können wir vielleicht bei 230€, wenn man da 20% runterrechnet, da wäre man schon bei einem adäquaten Preis.
Ja. Schauen wir noch weiter. Es kommt noch ein zweites großes Set raus. Oh ja, du hast was gesagt von einem Klavier. Ja, das war schon seit 2018 im Gespräch. Es ist ein Lego Ideas Set, welches jetzt verschoben wurde und jetzt doch auf den Markt kommt. Es ist der große Konzertflügel. Das ist natürlich für uns weniger interessant als das Nintendo Set zum Beispiel, weil wir ja eher Nintendo-Fans sind, aber mit klassischer Musik weniger zu tun haben. Ja, die Zielgruppe hier ist auf jeden Fall eine andere. Es ist auch ein Riesenset. Ich lese die Details vor. Es ist das Lego Ideas Set mit der Setnummer 21323. Für 350 Euro Listenpreis bekommt man hier 3662 Teile. Es ist das erste Ideaset, welches Lego Powered Up Funktionalität mit im Set dabei hat. Deswegen ist auch der Preis wahrscheinlich dementsprechend, okay, weil 350 Euro schon relativ viel ist. Yeah. Zudem auch sehr viele kleine Teile verbaut sind, wenn man dann das Innenleben genauer betrachtet. Das Set hat 25 bewegliche Tasten, die funktionieren wie bei einem echten Klavier. Hinten auch mit dem Hebelmechanismus und dem Ganzen der Hammermechanik. Man kann Musik übers Smartphone abspielen, wenn die Powered-Up-Geschichte mitsamt dem Handy verbunden ist. Das Set wurde, wie gesagt, 2018 bei Lego Ideas eingereicht und hat weniger als 2 Monate später schon die 10.000 Stimmen-Grenze geknackt. Und ich glaube auch 2 verschiedene Funktionen habe ich da jetzt gesehen, weil du wegen Powered-Up gesprochen hast. Irgendwie einerseits kann man sich dann die Melodie quasi vorspielen lassen, dass sich die Tasten wie von Geisterhand bewegen, beziehungsweise man kann sie auch selber drücken. Und ich glaube, wenn man die richtige Taste quasi drückt, auf jeden Fall hat das so ausgesehen, wird das am Handy angezeigt. Du hast vollkommen recht. Da hast du gut geschaut. Genau so sieht das aus, wie wenn das so wäre. Hier jetzt mal kurz, wir schauen uns die Details dann vielleicht gleich nochmal an. Hier mal die Schachtel, also es ist ein Lego Ideas Set, welches aber auch unter der 18 Plus Marke veröffentlicht wird. Hier sehr edel, sehr schöne Schachtel. Hier im Konzertsaal, also das sieht schon sehr schön aus. Lego macht da vieles richtig. Es wurde der Firma ja in den letzten Jahren immer wieder vorgeworfen, dass sie die erwachsenen Fans zu wenig beachten. Im Moment kommt es jedenfalls uns so vor, wie wenn was ein Überangebot wäre. Wie wenn sich da was gedreht hätte. Also allein in diesem Jahr haben wir ja die Barracuda Bay bekommen, das Haunted House, die Lokomotive. Jetzt, wenn die Gerüchte stimmen, kommt ja bald eine Winkelgasse raus. Und ja, jetzt wieder so ein extrem großes Ideas-Set. Also ich muss schon sagen, gefallen tut es mir sehr. Auch wenn ich persönlich kein Klavierspieler bin. Stimmt. Es sieht so danach aus, als wären hier viele Details eines echten Pianos oder Konzertflügels übernommen worden. Man kann auch den Hocker nach oben und nach unten kurbeln. Hier die Pedale, die 3 funktionieren. Hier gibt es, wie gesagt, 25 Tasten. Wenn man die reindrückt, dann passiert auch im Innenleben des Klaviers einiges. Hier seht ihr zum Beispiel diese Mechanik, diese Hammermechanik. Also das ist wirklich, ich denke, auch vom Aufbau her sehr kompliziert. Hier seht ihr nochmal, wenn die Klaviatur und diese ganzen, nennt man die Klavierseiten, rausgerissen worden sind, wie es dann im Innenleben aussieht, hier auch mit dem Powered-Up-Motor. Ist auch schön verbaut. Also das sieht schon cool aus, da kann man wirklich nichts sagen. Und es muss auch relativ groß sein, denn wenn oben das Handy einfach so reinpasst. Ja, es ist auf jeden Fall kein kleines Set. Das muss schon von den Dimensionen her ganz nett aussehen. Also dieser auch das mit der Lego-Inschrift hier oben. Genau, das Logo. Also auch und hier diese Details. Also das sieht schon aus wie ein wirklich klassischer Konzertflügel. Da kann man nichts sagen. Das ist übrigens ein Foto vom Fanmodell, welches eingereicht wurde. Und interessanterweise hat da Lego gar nicht so viel verändert. Also das sieht eigentlich bis auf ein paar Details sehr ähnlich aus. Und ja, also es gefällt mir schon auch sehr gut. Das Set soll auch Anfang nächsten Jahres im freien Handel verfügbar sein. Dann kann man sich also vielleicht auf Rabatte freuen.
Uns würde auf jeden Fall auch interessieren, was ihr so sowohl vom Nintendo und auch von diesem Piano haltet. Ich habe schon ein bisschen herausgelesen, dass viele Fans die Sets zwar cool finden, aber warten werden, bis sie vielleicht ein bisschen günstiger werden. Und ja, sowas hat Lego, korrigiert uns, wenn wir da falsch liegen, aber sowas hat Lego, glaube ich, noch nie herausgebracht. Ach ja, übrigens, für die Adult-Serie haben wir die Minnie und Mickey Maus vergessen, die jetzt gerade erst herausgekommen sind. Stimmt. Diese hohen Figuren, die wir uns auch noch nicht gekauft haben. Schauen wir mal. Rita ist ein riesen Disney-Fan. Werde ich jetzt ausgezogen. Sie wird jetzt ausgezogen. Sie hat heute ein Toy Story-Shirt an. Mickey und Minnie haben wir uns auch noch nicht gekauft. Aber ja, also das, ich würde nur interessieren, wow, also das sieht mal nach jede Menge Technik aus. Auf jeden Fall. Die Zielgruppe dieses Sets würde uns auf jeden Fall sehr interessieren, weil, ja, wie sollen wir sagen, also wir sind riesen Lego-Fans und können auch Gefallen daran finden, was hier vor uns am Bildschirm präsentiert wird. Oh, ja, wow, sieh dir mal diese Mechanik an. Es wäre halt noch interessanter, wenn wir zum Beispiel auch Klavierspieler wären oder sehr musikproduzierend interessiert. Kann sein, dass uns das dann vielleicht ein bisschen mehr zusagen würde. Also von der Mechanik und dem Ganzen finde ich es auf jeden Fall toll. Sehr. Schade ist, dass man die Funktionalität bezüglich Musik abspielen hier wieder nur mit dem Smartphone erreichen kann. Ja, die Playlist sieht ja auch sehr klein aus. Ja, also man kann hier zwar vielleicht mit Updates mal was nachreichen. Zum Geburtstag und zu Weihnachten kann man da... Und für Elise von Beethoven ist ja auch gut, mit dabei. Das ist ein Klassiker, das ist klar. Ja. Aber wäre cool gewesen vielleicht, Lego hat ja so Light and Soundsteine, wenn man hier einen Soundstein verbauen hätte können, der die Tasten so ein bisschen nachspielen könnte. Hier, das sieht so aus, als wenn man selber dann spielen könnte mit dem Smartphone. Oh, hier sind aber ein bisschen mehr Lieder drauf. Naja gut, vielleicht gibt es ja... Vielleicht kommen da auch noch mehr, das kann ja durchaus sein. Oh, und ein Notenbuch... Ich bin musikalisch nicht ganz so bewandert, aber ich glaube, wir bekommen das hin. Also ja, wir können eigentlich nur sagen, dass uns dieses Set auch sehr gut gefällt. Es sieht wahnsinnig toll aus, aber ja, es passt natürlich nicht ganz zu unserer Stadt, das ist klar. Wir könnten es als überdimensioniertes Klavier irgendwie museal aufbereiten, aber ja, für 350 Euro... Das ist halt schon heftig. Es sieht schon schön aus, wenn es wo steht, aber es ist auch ein teures Accessoire. Also, wobei, wir versprechen nichts, denn wir haben ja auch, oder Christoph hat ja auch gesagt, wir kaufen uns das Super Mario Set nicht. Wir haben es gekauft. Ja, weil du es gekauft hast, ich war das nicht. Ja. Hier seht ihr nochmal also, das Mickey Mouse Set. Man weiß es ja nie. Genau. Also ja, es ist ein wirklich, wirklich schönes Set, aber wir werden ein bisschen warten. Wie gesagt, der Anstoß für dieses Video war, dass wir erstens mal professionell mit einer Kaffeetasse vor euch sitzen wollten. Ja, wir wollten auch mal cool sein. Und auf der anderen Seite, wir haben so viele große Sets jetzt, die gekommen sind und die auch noch auf den Markt kommen. Und wir sind ja generell sehr, ja, empfänglich für tolle Erwachsenensets von Lego. Aber ich kann mir vorstellen, dass sowohl das Piano und auch das Nintendo Entertainment System vielleicht Sets sind, die wir nicht gleich kaufen werden. Ja. Besonders beim Piano bin ich mir da eigentlich schon sicher, dass NES vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt... Wer weiß. Wie gesagt, sag niemals nie. Manchmal geht's schneller, als man glaubt. Kann sein, ja. Sagt uns auf jeden Fall auch noch, was ihr davon haltet, ob ihr euch diese Sets zulegen werdet, ob ihr sie nur anschauen werdet im Internet, genauso wie wir momentan. Ja, oder was ihr damit macht, ob ihr es aufstellt, ob ihr irgendwelche anderen Ideen damit habt. Das wäre schon sehr interessant. Das wäre interessant, ja. Ja. Also dann, wir schlürfen jetzt noch ein bisschen Kaffee und schauen uns die Videos von den Sets vielleicht nochmal an. Vielleicht wissen wir dann schon mehr und ja, wir sehen uns dann vielleicht mal wieder bei einem neuen Video. Ich glaube auch. Tschüss. Also bis dann. Tschüss.